liegst du einfach nur da und bist so brav. Hast du dein Kuscheltuch, mein Schatz? Geh da rein, sonst. Hallo Freunde. Hallo. Und herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Rios Geschichte. Mittlerweile ist es jetzt schon über einen Monat her, dass Rio von uns gegangen ist. Alles gut. Kriegst du keine Luft wieder. Manchmal kann man gut drüber reden, manchmal fällt es einem schwer, besonders die letzten Tage hat es uns mega umgeschlagen. Im letzten Video, falls ihr den dritten Teil gesehen habt, nach der Sepsis war alles gut. Wir sind mit Rio spazieren gegangen und so ging auch der Oktober weiter. Wie süß kann man sein? Du bist der Süßeste, wusstest du das? So ein braves Baby. Wir dachten, endlich geht es mal nach vorne, denn es gab ein paar Tage, wo Rio gut zugenommen hat. Dann kam ein Schock, denn Rio hatte einen Leistenbruch. Und ein Leistenbruch kommt sehr häufig bei Frühchen vor. Allerdings ist es gar nicht so schlimm. Also die könnten noch jahrelang eigentlich damit ganz gut leben, bevor sie überhaupt operiert werden müssen. Bei Rio war es immer so, der hatte immer den Extremstfall gehabt. Du kannst es mal erzählen, weil du hast diesen Leistenbruch. Ja, er hat halt mega geweint und ich dachte so, oh nee, irgendwas stimmt nicht. Er hat uns immer sofort mitgeteilt, wenn irgendwas nicht stimmte. Und er hat halt geweint und immer doller geweint. Und dann habe ich mal geguckt, ob sein Po irgendwie wund ist oder so. Und habe dann gemerkt, er kriegt hier so eine Beule. Und er weint immer mehr und die Beule wird immer größer. Ich so, scheiße. Panikalarm gedrückt, alle reingestürmt. Die gucken so hin, Leistenbruch. Ich so, boah, das hört sich so schlimm an. Ich so, was ist das und dies und das? Und die so, ja, bei Frühchen ist das, kommt es sehr häufig vor, vor allem bei männlichen Frühchen und es ist nicht so schlimm. Wenn das weiterhin raus, also die versuchen das dann zu reponieren, also reinzudrücken. Leistenbruch ist, dass durch den Kanal, wo der Hoden, der ist ja am Anfang hier oben in den Hodensack rutscht, dass der noch nicht geschlossen ist und da dann ein Stück vom Darm durch ploppt in den Hoden sozusagen. Das kann dazu führen, wenn das zu lange so ist, dass der Darm eingequetscht wird, die Blutversorgung des Darms nicht mehr richtig gewährleistet ist und der dann, ja, schlimmstenfalls irgendwann dieses Stück dann vom Darm abstirbt. Deswegen muss man das unbedingt zurückdrücken. Hat die Schwester es versucht reinzudrücken, die hat die Stationsärztin gerufen, ja, die hat es versucht reinzudrücken, ging nicht. Dann haben die auf der Chirurgie angerufen, die von der Chirurgie, die Ärztin hat es nicht geschafft, die hat die Oberärztin von der Chirurgie gerufen und die hat es dann irgendwann mit Gewalt geschafft, ja, weil die weiß, wie man drücken muss. Und alle davor wollten nicht zu doll drücken, man soll es ja auch nicht selber machen, das muss ein Profi machen. Und das hat erst die Oberärztin der Chirurgie geschafft, aber den Leistenbruch zu reponieren. Aber bevor sie das gemacht hat, hat sie gesagt, wenn ich es jetzt nicht reingedrückt bekomme, müssen wir sofort notoperieren. Und wir wollten eigentlich, dass das sofort operiert wird, weil jedes Mal, wenn Rio geweint hat, ist das rausgeploppt. Und irgendwann haben wir auf die OP 2-3 Tage gewartet und fast die ganze Zeit hier einen leichten Gegendruck ausgeübt, damit das nicht wieder rausspringt. Das und war das so war eine krass. Qual. Ja, Oskar und ich, wir haben, wenn wir ihn gewickelt haben, einer hat ihn abgelenkt, damit er bloß nicht weint. Wir haben alles dafür getan, dass Rio nicht weint, damit es halt eben nicht rausgedrückt wird. Und als die Oberchirurgin das halt eben reingedrückt hat, meinte sie, es muss trotzdem operiert werden. Und dann am 6. Oktober hatte Rio seine erste OP gehabt. Und zwar war das die Leistenbruch-OP. Da haben wir uns entschieden, dass ich ihn zum OP bringe. Ich musste dann so einen sterilen Kittel anziehen. Hab ihn dann dahin und dann hat er eben das Narkosemittel bekommen und wurde unter Narkose versetzt. Das ist auch so komisch, wenn du da bist und du siehst, okay, dein Kind schläft ein. Oh, und du musst das ganz viel, einmal gesehen. Du musst Dinge unterschreiben. Ja, so Sicherheitssachen muss man ja immer bei Narkose unterschreiben, weil es kann ja immer was schief gehen und dann macht man sich halt extrem Sorgen. Bis die uns angerufen haben, es ist alles gut gegangen. Wir wollten aber eigentlich gern noch einen Zugang legen, was sie aber nicht geschafft haben. Und das war auch das nächste Problem, weil
Wir hätten uns gewünscht, wenn er schon unter Narkose ist, dass er einen Zugang bekommt. Den musste er aber danach bekommen und das war katastrophal. 13 Mal haben sie versucht, einen Zugang zu legen. Wenn ein Kind wach ist, ihn einen Zugang zu legen, der schon so viel hatte und der Körper wollte keine Venen mehr hergeben. Ich weiß nicht, ob er dann nochmal sediert wurde, also so eine leichte Narkose sozusagen bekommen hat. Am Anfang haben sie es nur mit Zucker versucht, ihn abzulenken. Also das hat uns auch gewundert, das haben wir im Krankenhaus gelernt. Babys kriegen einfach 10%ige Glukose. Ich hatte ihn dann auch wieder abgeholt nach der OP. Da ist auch alles gut verlaufen und es war eine sehr kleine Narbe, also die hat man echt kaum gesehen. Dann dachten wir, es geht jetzt endlich bergauf und wir dachten, es ist jetzt schon so viel passiert, Sepsis, Leistenbruch, jetzt kann es doch mal gut sein. Dann war es so, die komplette Station, auf der wir waren, wurde geschlossen, weil die Krankenschwestern, die konnten nicht mehr und manchmal waren welche wegen der Psyche krank geschrieben. Und dann gab es noch mehr Personalmangel und das war so ein Teufelskreis. Und die konnten dann auch nicht mehr, damit ihr euch das mal vorstellen könnt. 10 bis 15 Kinder hatten. Und zwei Pflegekräfte. Das heißt, sobald in drei Zimmern jemand geklingelt hat, konnten die sich ja nicht aufteilen. Da musste man halt voll lange warten. Das war auch Rios Aufgabe, weil sonst wären wir nie drauf gekommen, wie heftig schlimm eigentlich der Pflegenotstand ist. Ja. Und wir brauchen echt mehr Pflegepersonal, bessere Gehälter. Gut, die verdienen nicht schlecht, haben die uns mitgeteilt. Aber trotzdem, vielleicht motiviert das einige noch mehr, den Beruf zu lernen. Aber dazu gehört noch viel mehr. Die müssen viel besser behandelt werden. Und dann haben die irgendwann die Station komplett schließen müssen. Einige Kinder wurden dann auf die Intensiv verlegt. Einige mussten nach Hause geschickt werden. Zieht euch das mal rein. In Deutschland, Kinder, die krank sind, müssen nach Hause geschickt werden, die am wenigsten krank sind, weil zu wenig Pfleger da sind. Und wir mussten auf eine andere Station, die sich überhaupt nicht mit Rios Krankheit auskannte. Oft ist man ja nur 4-5 Tage im Krankenhaus, wenn man irgendwas hat. Und oft hat man gar kein Verständnis dafür, wenn man eine Schwester ruft und die nicht sofort kommt oder die Schwester irgendwas vergisst. Aber an der Stelle, ich habe den größten Respekt vor jedem Pfleger, Arzt, also jeder, der diesen Job macht, um anderen Menschen zu helfen. Weil man weiß jetzt, dadurch, dass wir 5 Monate im Krankenhaus waren, wie sehr sie ihren Job lieben. Es ist wirklich so, dass sie alles geben und manchmal ist es einfach gerade durch diesen Pflegenotstand unmöglich, für jeden 100% zu geben. Wichtig ist es dann auch, dass wirklich alles gut läuft. Es sind auch hin und wieder Fehler passiert, die gerade auch wegen so einem Pflegenotstand passieren. Also habt echt Verständnis, wenn ihr im Krankenhaus seid und direkt nicht irgendwas passiert. Sie sind überfordert und dafür können sie nichts, weil es einfach an Deutschland liegt, dass nicht mehr Pflegepersonal eingestellt wird. Genau, die Pfleger, aber auch die Ärzte, die mussten im ganzen Haus da hin und her laufen und wir mussten teilweise stundenlang auf einen Arzt warten, obwohl wir wussten, mit Rio stimmt etwas nicht. Die sind einfach unterbesetzt. Ja. Deswegen solltet ihr euch auch selber mit der Krankheit eures Kindes übertrieben gut auskennen. Also wir sind echt Experten von Rios Krankheit geworden. Wir haben sofort immer gesehen, wenn irgendwas nicht stimmt. Alle Medikamente, die ihr bekommt, solltet ihr kennen, alle Infusionen überprüfen, weil die Pfleger und Ärzte eben manchmal so... Es sind auch nur Menschen. Ja, und es passieren leider auch Fehler, die nicht passieren dürfen. Und deswegen solltet ihr alles kontrollieren. Es ist einfach besser, zweimal zu kontrollieren, statt es nicht zu tun und dann passiert irgendwas. Weil die können auch oft echt nichts dafür, die sind einfach unterbesetzt und völlig überfordert. Wir wurden dann auf die andere Station verlegt und es war erst ganz komisch, aber was halt gut war, dass Oskar trotzdem oben schlafen durfte. Es war ganz gruselig, weil das eine komplett geschlossene Station war mit unserem Zimmer, was halt geblieben ist, weil die natürlich alles dafür gegeben haben, dass wir wieder auf die Station kommen. Am zweiten Tag, wo wir auf der Station waren, war es so,
dass Rio, ich weiß es noch genau, um 17 Uhr angefangen hat zu weinen. Und dann hat er eine Stunde geweint, hat sich gar nicht beruhigen lassen, im Fliegergriff nicht, gar nicht. Davor war noch alles gut gewesen. Ganz plötzlich hat er angefangen zu weinen. Und dann haben wir zum ersten Mal zu den Ärzten und Pflegern gesagt, es ist ein Notfall. Und dann irgendwann nach einer Dreiviertelstunde oder so kam die Ärztin. Die hat es auch erst gar nicht so ernst genommen. Also das war jetzt einmal so, sonst wurden wir immer ernst genommen. Und sie hat auch danach richtig gehandelt. Das erzähle ich jetzt weiter. Also ich will jetzt nichts irgendwie schlecht reden. Weil sie kam von der Notaufnahme und war dann auch irgendwie ein bisschen überfordert. Und es war dann einfach zu viel. Und dann hatte sie Rio Blut abgenommen. Und dann hat sie sofort gesehen, sein Entzündungswert geht hoch. Und dann kam sie und meinte, ich glaube, es ist das Beste, dass wir Rio auf die Intensivstation verlegen. Und dann kam eben raus, dass Rio die zweite Sepsis hatte. Da waren seine Anzeichen allerdings ein bisschen anders. Rio hat die ganze Zeit geweint. Er ist diesmal nicht eingeschlafen, so wie bei der Sepsis davor. Also die Anzeichen von der anderen Sepsis könnt ihr im anderen Video schauen. Er hat so doll geweint, dass seine Herzfrequenz bei 220 bis 224 durchgehend war, also wirklich 6 Stunden geweint. Er hat sich gar nicht beruhigen lassen. Ja. Und irgendwann, nach 6 Stunden, haben sie ihm Morphium gegeben, zu beruhigen, damit auch seine Herzfrequenz langsam mal runtergeht. Dazu muss man sagen, es gibt auch Eltern, die rufen die Ärzte von der Notaufnahme wegen Bauchschmerzen. Deswegen ist es sehr schwierig für die zu unterscheiden. Rufen die mich jetzt, weil wirklich was ist? Oder sie müssen immer abwägen, was ist schlimmer als die Situation in der Notaufnahme oder auf der Intensivstation oder da. Und sind halt einfach komplett unterbesetzt, wie gesagt. Und wir haben dadurch, dass wir unser Kind schon so gut kannten, gesagt, er weint, gibt ihm Antibiotikum, nimmt das Ding raus, weil ich gesehen habe, dass er seinen einen Arm gar nicht mehr bewegt hat. Stimmt. Er hat nur einen Arm bewegt. Ich so, da ist die Infektionsquelle, holt sie raus, gibt ihm Antibiotikum. Und das wäre auch richtig gewesen, da hätte man schon ein paar Stunden vorher handeln können. Aber sie hatten das nicht rausgeholt, weil sie diesen Zugang retten wollten. Dadurch, dass Rio... Auch verständlich. Es so schwierig war, bei Rio einen Zugang zu legen. Erst wollte ich auch alles dafür tun, um diesen Zugang zu retten. Dann meinte Oscar aber, es liegt an diesem Zugang. Und dann habe ich auch so darauf geachtet. Und dann hat man einfach gesehen, wie dick hier seine Schulter schon war. Also man hat gar keine Kontur mehr gesehen. Und dann habe ich die Ärztin gerufen und die haben dann gesagt, boah, stimmt. Und dann haben sie gehandelt und dann haben sie das rausgenommen. Guck mal, Schatz, der Pops war auch gerade wach und hat nicht geweint. Jetzt beruhigt er sich wieder. Aber jetzt ist der Schwemmi aus. Und jetzt scheint es ihm besser zu gehen. Was da echt krass war, Rio hatte dann Zugang am Kopf bekommen und sie wollten ihm seine Ernährung dann über den Kopf laufen lassen. Aber ich meinte, 40-prozentige Glukose darf nicht über diesen peripheren Zugang laufen. Meinte die Ärztin, nee, wir lassen das nur auf 1 laufen, also ganz langsam lassen wir es reinlaufen. Und ich meinte, nein. Und dann hat sie es nachgerechnet und meinte, oh, gut, dass sie aufgepasst haben. Das meinte also, ich ja vorhin, alles kontrollieren. Ja, auch eine Ärztin einmal verbessert, also... Man will nicht immer alles besser wissen, aber irgendwann, wenn man sich damit befasst, man kennt sein Kind selber. Man hat auch so einen Mutter- und Vaterinstinkt und darauf solltet ihr auch immer hören. Dann konnte Gott sei Dank alles gerettet werden. Also bei der letzten Sepsis war Rios IL-6-Wert bei 18.000 und da war der IL-6-Wert bei 400. Also wir haben so früh diesmal diese Sepsis erkannt. Er hat Antibiotikum bekommen. Er musste dann auf Intensivstation bleiben und die Nacht war ganz komisch, weil wir dann alleine im Zimmer waren. Und eigentlich durften wir nicht zusammen da übernachten, aber wir wollten einfach beide bei Rio sein. Und dann haben wir uns in so ein kleines Bett gequetscht und haben beide dort übernachtet. Dafür wollen wir uns auch einsetzen, dass die Eltern im Krankenhaus beide nach Möglichkeit bei ihrem Kind sein dürfen, weil man weiß nie, ob es die letzte Zeit mit dem Kind ist. Und das wäre schade, wenn man die nicht hat. Krank ist. Das kann man aber auch nicht immer erwarten, weil wenn es so viele kranke Kinder gibt, müssen die sich natürlich ein Zimmer teilen. Auf der Intensivstation ist das unmöglich. Da sind vielleicht manchmal 3 Betten. Und da können ja nicht 6 Eltern durchgehend da sein. Deswegen ist es da nicht erlaubt, nachts
da zu sein, was auch verständlich ist. Aber auf der Intensivstation fand ich es toll, dass man zusammen dort sein durfte. Und die haben tagsüber. Uns nie, aber die haben uns auch nie rausgeschmissen. Ja, aber das ist überall unterschiedlich, ja. Je nach Krankenhaus. Auf jeden Fall finden wir es gut, wenn man so lange wie möglich und ja. so oft wie möglich bei seinem Kind sein kann, weil ich hatte auch anfangs immer angerufen und dafür hatten auch manche mich kritisiert auf Instagram, warum ich da nachts anrufe, aber wenn ihr irgendein Bauchgefühl habt oder einfach wissen wollt, wie es eurem Kind geht, dann ruft einfach im Krankenhaus an. Die sind ja sowieso wach und ob die ja. kurz ans Telefon gehen und euch sagen, okay, eurem ja, Kind die, geht's gut. Die fanden das auch gut, dass sie ja, angerufen haben. Die hatten auch kein Problem konnte damit. Gar nicht schlafen, vor allem, weil ich ja nachts noch gepumpt habe und dann sowieso wach war und dann wollte ich einfach wissen, wie es Kio geht. Das waren jetzt die letzten schlimmen Sachen, ja. weil danach war wirklich alles gut, alles sozusagen gut. alles gut. Also Rio hat langsam zugenommen. Wir hätten uns gewünscht, dass er schneller zugenommen hätte, weil unser anfängliches Ziel war, dass er 5 Kilo wiegen soll bei der Transplantation, was wir nicht erreicht haben. Er wog nur 3,5. Dadurch, dass wir uns durch unserem Fitness und so gut mit Makronährstoffen und so auskennen, haben wir auch ab und zu berechnet, dass die Infusion nicht optimal war. Also man hätte ihn noch ein bisschen schneller zunehmen lassen können. Wir glauben aber, dass es trotzdem nichts am Ausgang, wie es ausgegangen ist, geändert hätte, weil er hatte nun mal die Krankheit und es ist nun mal was in seinem Gehirn angeschwollen. Er hat zugenommen, nicht wie ein normales Baby, sondern langsamer. Deswegen war er auch mit 3, 4, 5 Monaten immer noch so klitzeklein. November war wirklich schön. Wir werden das letzte Video... Eigentlich ab Mitte Oktober. Wir hatten 1,5 Monate, die so wunderschön waren. Die waren so toll, trotz Krankenhaus. Also wir sagen immer, wir hätten auch unser ganzes Leben im Krankenhaus verbracht. Aber natürlich nur wenn Rio da wäre. Wir werden euch auch gleich Bilder einblenden. Wir haben alles mit ihm gemacht. Wir haben mit ihm gespielt. Oskar hat sich so Sachen ausgedacht, wie er ihn beschäftigen kann. Erst mit dem Ballon. Dann hat er seinen Otter, seinen Lieblingsotter, der jetzt auch bei ihm ist, dahin gehängt. Ja, er wurde natürlich älter. Er hat sich angefangen für Bewegung zu interessieren. Er hat seine Hand zum Mund geführt, was Babys machen. Bei ihm kam das ein bisschen später, aber er ist auch reifer geworden. Langsam angefangen zu greifen. Köpfchen hat er schon gut gehoben. Ja, das haben wir immer mit ihm geübt. Und wie gesagt, habe ich immer eine Zaubershow für ihn gemacht. Weil er das so toll fand, wir haben Musik gehört. Dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst. Mit ihm getanzt, ihm vorgelesen. Jeder einzelne Bissen schmeckte anders als der davor. Das, was wir halt machen konnten in dem Zimmer, haben wir auch gemacht. Und das hat so Spaß gemacht. Das ist so schön, Kinder aufwachsen zu sehen. Und wenn die wirklich Sachen anfangen wahrzunehmen. Wir sind weiterhin jeden Tag spazieren gegangen. Und Teil 5, wir haben uns entschieden, dass wir nur 5 Teile machen, weil im Dezember ist halt nichts wirklich Schönes passiert. Da war viel Hoffnung dabei, aber es war einfach schlimm. Wir wollen diese letzte schlimme Zeit nicht so krass durchkauen und in Erinnerung behalten. Wir wollen die schöne Zeit in Erinnerung behalten. Und zwar ist wichtig, Rios Geschichte zu erzählen, weil man auch stolz darauf ist, was er alles bewirkt hat. Jetzt die Pflegerin hat aufgehört zu rauchen wegen Rio. Mein Papa ist hergekommen und hat seine Reisephobie zum ersten Mal nach 56 Jahren überwunden. Ja. Er hat so viel bewirkt. Jetzt mit dem Pflegenotstand, dass wir das nochmal ansprechen, mit der Sepsis, dass wir darauf aufmerksam machen. Wir hoffen dass wir auch, dass es auf was Spenden bringt. Aufmerksam machen. Und das hat auf jeden Fall was gebracht. Das Spenden, also, mich würde es so interessieren, wie viele Menschen sich dank Rio registriert haben zum Spenden, Tausende. Um Leben zu retten. Tausende. Und mich würde es auch so interessieren, wie viele Leben schon gerettet werden konnten. Was Rio auch noch bewirkt hat, ist, dass andere Menschen ihre Kinder noch mehr schätzen. Und das ist so schön. Kinder sind was so Wundervolles. Und danke fürs Zuschauen. Und das Wichtigste... Bleibt gesund. Und jetzt viel Spaß mit den schönsten Aufnahmen von uns und Rio vom Oktober. Denn ab Mitte Oktober war es, wie gesagt, wunderschön. Willst du dem Papa sagen, dass du ihn schon wieder vermisst? Was ist los? Sag Papa, ich bin müde. Schauen Sie zu und werden Sie müde beim unglaublichen Programm. Sieht man ganz schön kaputt vom Abend.
Schau mal, Mama, wir trainieren. So magst du es lieber? Papa und der Pups. Warum bist du so aufgeregt? Das wird doch alles gut sein. Du hast doch so ein starkes Herzchen. Guck mal, Schatz, da kann sich jemand schon selbst beruhigen durch seine Hand. Der braucht sein Schnulli gar nicht mehr, um sich zu beruhigen. Ja, mein Schatz, das ist deine Hand. Und du beruhigst dich selber, mein Schatz. Schau mal, wer schon sein Spielzeug selber bewegt mit der Hand. Wow. Nochmal. Ja. Ist das toll? Wie cool. Ja, das ist richtig. Freust du dich, was Papa dir gekauft hat? Du kleiner Strampelmann, ist das cool? Das ist ein tolles Geschenk, mein Süßer. Das ist erstmal eine Aufnahme hier im Mund. Hallo Papa, sag mal, ich bin gerade aufgewacht. Wow, du kannst schon die Maske alleine bewegen. Nun siehst du, wie die sich bewegt, so toll. Oh. Und so brav. Oh, weinst du? Oh, ich liebe ihn so toll. Oh, süß. Wie kann man so ein süßes Baby sein und so brav? Hat die Mama sich neben dich gelegt? Wolltest du nicht eigentlich noch weiter schlafen? Nee? Hallo Papa, ich bin ganz wach. Ich habe die Physio verpennt. Dich angucken. Boxsack. Komm, wir verprügeln den Boxsack. Ist das toll hier draußen? Oha, süß! Falsch! Ja! Oh, du bist so mini. Du hast ja wirklich ein kleines Köpfchen. Du kleines Köpfchen. Guck mal, Papa, wir üben jetzt Kopfdrehen. Kann man so süß sein. Ja, super machst du das, Schatz. Wow, guck mal, wie er sein Köpfchen schon halten kann. Was ist los, Schatz? Willst du nicht schlafen? Mucki. Oh. Du Kuschelmausbaum. Mucki. Frau Pechig ist heute so sauer. Das kann doch nicht wahr sein, wie das heute hier alles abgeht. Es ist schon so spät und ich habe immer noch nicht meine Milch bekommen. Das kann ja was werden. Mucki, ist das toll? Mucki! Du bist so klein! Da ist so viel Platz noch! Hallo Mucki! I love you! Mein kleines Köpfchen. Mario und Oskar sind gerade eingeschlafen. Hast du eine neue Rassel? Ist die toll? Super! Hältst du dich schon alleine fest? Ja! Schluck auf! Wie bei Mama im Bauch! Hast du Schluck auf? I love you! Tschüss, bequem bei Mama! Sag mal Hallo! Ja, hallo! Was erzählst du, Schatz? Bist du süß! So süß! Ja, die Mama liebt dich! Und du würdest ausflippen, wenn du dich sehen würdest! Weil du so süß bist!
Die Mama vermisst dich. Jede Sekunde, wo sie dich nicht sieht. Weil du so süß bist. So süß.